ja, wie wäre es denn, wenn wir mal uns enger zusammentun? Und da habe ich zu ihr gesagt, bist du dir wirklich sicher? Denk an den Altersunterschied, ne? Also ich hatte da wirklich Bedenken vor. Ich bin 32. Ich werde jetzt 67. Ja, klar habe ich sie sofort gesehen, denn sie saß ja platt vor mir mit ihrem Akkordeon, mit dem fetten Teil, und war da ein am Stemmen. Und denkt, oh wow, die spielt aber gut, habe ich mir gedacht. Ne? Ja, ich bin im Shantychor. Ich habe sie zwar spielen gesehen, aber ich habe nicht direkt gesagt, oh wow, das ist die Liebe, die ich suche. Nö, nö. Die hat sich erst mit der Zeit so ergeben. Es war ganz kurios. Und zwar habe ich Uwe per WhatsApp geschrieben. Wir haben uns vorher natürlich öfters ausgetauscht, dass ich mir ein neues Kleid gekauft hätte. Und ja, wo Uwe mich dann das erste Mal in diesem Kleid gesehen hat, natürlich hübsch zurechtgemacht. Ich habe wirklich 2 Stunden im Bad verbracht. da war es, glaube ich, um Uwe geschehen. Der hat nur noch Augen für mich gehabt und der hat mir dann nur noch ins Ohr geflüstert bei der Willkommensumarmung. Katrin, du siehst aus. Bombe. Ich bin geflasht, hat er gesagt. Dann kam es dann hinter eine WhatsApp-Nachricht, wo ich dann zu Hause war. Und dann hat Uwe mir seine Liebe gestanden und hat gesagt, ich hätte dich am liebsten umarmt, geküsst. Und ich habe diese WhatsApp-Nachricht auf jeden Fall noch gespeichert. Die kommt auch nicht weg. Ich glaube, die wird im Bilderrahmen eingerahmt. Ich habe auch hinterher gedacht, wie reagieren andere da drauf? Und was passiert jetzt, wenn wir das jetzt öffentlich machen? Und wir waren wirklich durchweg positiv überrascht, wie die Leute und der Bekanntengrad, auch die Freunde und die Familie reagiert haben. Die haben gesagt, Papa, wenn das dein Glück ist, dann ist das okay. Ne? Das ist prima, danke schön, habe ich gesagt. Ne? Ja, und dein Sohn hat dann noch dazu gesagt, Papa, du weißt schon, was du tust. Ja. Wir wohnen ja Tür an Tür. Auf der gleichen Etage, 2 Meter auseinander. Und da pendeln wollen wir schön hin und her. Wir haben jeder unseren Freiraum, wo wir uns auch mal zurückziehen können, wenn wir merken, was eigentlich bisher noch gar nicht passiert ist. Nee. Jetzt muss ich mal ein bisschen Zeit für mich alleine haben. Ne? I have heard you. Das ist ein schöner Moment, wenn man so zusammen da oben steht und zusammen singt. Da fühle ich eine wirklich große Verbundenheit dann auch. Nicht nur mit der Kirche, sondern eher mit ihr. Ne? Wenn man so sein Hobby teilen kann, das ist so schön. Ich sag mal immer, man ist so jung, wie man sich fühlt. Und die Liebe, die verjüngt einen kolossal. Und man soll da nicht drauf achten, auf den Altersunterschied, auf keinen Fall. Also man soll mehr auf das Herz hören, als wie auf seinen Verstand. Denn Liebe ist eine Herzenssache und keine Verstandssache.